Ihnen fällt plötzlich ein Name oder ein bestimmtes Wort nicht mehr ein. Sie vergessen einen Termin oder wollen im Keller etwas holen und wissen nicht mehr was. Das können Anzeichen von Schlafmangel und Stress sein, aber auch von Erkrankungen wie Depression oder Schilddrüsenunterfunktion. Es können aber auch Anzeichen für eine demenzielle Erkrankung sein. Betroffene vergessen schleichend immer mehr und finden sich zunehmend schlechter in ihrer Umgebung zurecht. Sie verlieren ihre Fähigkeit, Personen, Dinge und Situationen richtig einzuordnen. Mit Angehörigen kommt es daher auch häufig zu Streit. Betroffene haben zunehmend Schwierigkeiten, ihren gewohnten Alltag zu bewältigen und vergessen ständig Verabredungen. Wenn Sie solche Symptome an sich selbst oder Ihren Angehörigen bemerken, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder einem Facharzt. Psychologische Tests und weitere Untersuchungen ermöglichen eine sichere Diagnose. Sobald die Diagnose feststeht, kann der Betroffene vorsorgen und die Möglichkeit nutzen, noch selbst über seine Zukunft zu bestimmen. Eine Demenz ist nicht heilbar. Es ist aber möglich, den Krankheitsverlauf spürbar zu verzögern und somit die Alltagsbewältigung zu verbessern. Ignorieren Sie die Anzeichen nicht und informieren Sie sich. Bezirkskliniken Mittelfranken. www.woistdiegrenze.de